Bevor wir, liebe Schwestern und Brüder, nach der Bedeutung jetzt in der vierten Fastenwoche dieses Wortes Jesu fragen, muss man vielleicht anfügen, dass uns leider genau der Vers 4 hier im Evangelium fehlt. Aus unerfindlichen Gründen haben die Macher unserer Leseordnung gemeint, sie müssen ihn herausschneiden. Aber man versteht das halbe Evangelium nicht, wenn man diesen Vers nicht hat. Denn dieser Vers erzählt uns, dass dort bei diesem Teich, bei den Säulenhallen, beim Teich Bethesda, ein Engel herabsteigt und das Wasser aufwallt. Und wer zuerst hinkommt in dieses aufwallende Wasser, der wird gesund und die anderen nicht. Von der frühesten Zeit der Kirche hat man dieses Evangelium gelesen als ein Zeichen für die Taufe, das aufwallende Wasser. Wir gehen ja neu mit der Erneuerung durch diese 40-Tage-Zeit im Zugehen auf Ostern auch noch einmal neu auf unsere eigene Taufe zu, auf das aufwallende Wasser, das uns geschenkt wurde. Und wir erneuern in diesem Zugehen unseren Glauben. Und genau darum geht es heute in diesem Evangelium. Nicht nur, dass wir neu verstehen lernen, dass uns in der Taufe Heilung geschenkt wurde. Was heißt Taufe heute? Es ist ein nettes Ritual. Gewiss, wenn man Glück hat, ist es einigermaßen nett. Und man feiert es vielleicht auch schön, auch gut. Und dann denkt man vielleicht zwischendurch mal dran, stimmt, ich bin ja getauft. Und das ist es dann. Aber dass dieses Sakrament eine prägende Kraft hat, der man, wenn man sich dieser Kraft stellt, der man nicht ausweichen kann, einer Kraft, der man nicht entkommt, eine Kraft, die uns korrigiert, die uns immer wieder daran erinnert, welche Prägung wir empfangen haben. Das wird in einem engen Zusammenhang deutlich in dem Wort Jesu. Da, wo die Verzweiflung am größten ist bei diesem Gelähmten. Weil er sagt, ich habe niemanden, der mich dahin trägt. Ich bin hier schon Jahre, Jahrzehnte, ohne dass ich auch nur einen Schimmer Hoffnung habe. Immer ist ein anderer vor mir. Das geht schnell. Genau in diesem Augenblick sagt Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Bahre und geh. Glaube und Handeln, Taufe und Leben hängen sehr eng miteinander zusammen. Glauben ist nicht etwas hier, dass man an Jesus glaubt und weiß, das ist bestimmt ein großer Mann und er kann dies und jenes und er hat eine gewisse Bedeutung. Nein, es hat heilende Kraft, dieser Glaube. Und es setzt sich sofort ins Handeln um. Das sind nicht zwei Paar Schuhe, sondern ist eine große Einheit. Aber diese Einheit ist ein Leben lang gefährdet. Und deshalb üben wir uns in dieser Zeit ein, zu dieser Einheit zurückzufinden. Von Taufe und Leben, von Glauben und Handeln. Alle diese schleichenden Dinge, die uns weismachen wollen, das seien zwei verschiedene Dinge, und das eine könne man so tun, wenn überhaupt, und das andere sei etwas ganz anderes. Und es sei sehr schwierig, eine Verbindung zwischen beidem herzustellen oder zu finden. Das ist purer Unsinn. Oder das ist zumindest nicht christlich. Ein christlicher Sinn ist es nicht. Die Öffnung für den Glauben, schon die kleine Öffnung für den Glauben mit einem Funken Hoffnung, wie hier bei dem Gelähmten, setzt sofort die Kraft des Glaubens frei. Es ist keine abstrakte Kraft, sondern es ist die Kraft Christi selber, die uns schon in der Taufe heil machen wollte und uns ein ganzes Leben lang heilen will und heilt.